Servus und herzlich willkommen zurück zu FIFA 14 Ultimate Team. Und wer die letzte Folge gesehen hat, die war relativ kurz, weil mein Gegner anscheinend abgebrochen hat. Keine Ahnung warum, aber es wurde mir auch kein Sieg zugerechnet, gar nichts und auch keine Niederlage. Also von dem her, Sieg wäre natürlich schön gewesen, wenn wir den gekriegt hätten, aber sei es drum, dann machen wir es halt jetzt im nächsten Spiel. Also machen wir den Klassenerhalt im nächsten. Im jetzigen Spiel, klar. Wir suchen einen Gegner. Schauen wir mal, ob wir einen finden. Anscheinend haben wir einen. Jo, das passt. Und dann schauen wir mal das Team an. 1-3-2, 79er Bewertung, 100er Chemie. Das ist also die russische Liga, ist ein Team aus der russischen Liga. Vorne die Pace oder Dumbia. Der macht zum Glück gleich weiter und dann mit dem Anschluss geht's los. Schön von mit Insigne, Dumbia ausgetanzt. Mit dem Schuss von Insigne. Und was ein Tor. Erste Minute Insigne mit einem Traumtor. Der Insigne Team, Man of the Match ist einfach so Hammer. Jeder, der wohl ein Serie A-Team hat, ich kann den Typen nur empfehlen und ich bedanke mich nochmal bei dem André, beim Grausart Spielerbilder-Ersteller, dass er mir diesen Tipp gegeben hat. So, jetzt mein Gegner auf Dumbia, der mit dem kurzen Ballverlust, aber Ansaldi jetzt mit dem Ball auf der linken Seite. Ich krieg kein Spiel, aber schön gemacht. Immobile, aber der mit dem Ballverlust und das leckt ein bisschen, aber jetzt geht's wieder. Oh Gott, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Dumbia. Uiuiui. Schwein gehabt nochmal. Und jetzt Wernblum. Geht durch die Mitte, aber der Pass war nix. Und Konstantin kann somit klären. Immobile jetzt im Angriff, aber der mit dem Ballverlust, da wollte einfach durch die Mitte rennen. Das funktioniert manchmal, aber nicht immer. Und jetzt Bosuva mit dem Versuch auf Wernblum, aber der bekommt den Ball nicht und die Sanctis hat ihn sicher. Jetzt der Ball vor auf Honda. Honda ist durch. Noch nicht ganz. Schade. Jetzt wäre die Chance aufs 2 zu 0 gewesen. Und jetzt Dumbia, aber der verliert den Ball an Kriellini. Ball kommt auf. Boah, faul. Cordaro, der Freistoß von Honda, schnell ausgeführt auf Cordaro, aber der kommt nicht ganz an. Und jetzt unten mit Cordaro mit dem Einwurf auf Honda. Und Honda kann den Ball nicht behaupten, somit ist unser Gegner wieder im Ball, aber er verliert wieder den Ball mit Dumbia. Aber er bleibt weiter im Angriff über Elm. Rasmus Elm. Rasmussen Elm. Rasmus Elm. Irgendwas von den zwei. Auf jeden Fall. Aber der Pass von ihm, der zum Spieler, ich weiß jetzt gerade nicht mehr zu wem, der stand im Abseits. Und das war jetzt sehr schlecht, aber mit dem Glück und da sollte der Pass hundertprozentig nicht hin. Und jetzt Abate. Mit dem Pass auf Cuadrado. Vorgelegt auf Immobile, aber der kommt nicht an, der Pass. Und jetzt die Kontermöglichkeit auf Dumbia. Der ist sie fix nochmal so schnell. Dumbia erobert sich den Ball gegen Abate, aber der macht seinen Fehler wieder gut. Und der Ball kommt vor auf Immobile. Der liegt zurück auf Honda. Wieder Immobile. Pass auf Insigne. Insigne ist schnell. Ist schnell. Und der macht das 2-0. Nein! An die Latte! Insigne, warum? Und mein Gegner bricht jetzt wohl ab. Oder auch nicht? Nee, bricht nicht ab. Hab schon wieder Befürchtungen gehabt. Schön gemacht. So, Dumbia schön gestört hier und mit dem Ball gewinnen und zurück auf Design spielt, aber sein weiter Pass oder je nachdem kam nicht an, da wahrscheinlich Immobile oder so im Abseits stand, aber der jetzt mit dem Ball gewinnen, ach doch nicht ganz. Jetzt ist Foul von mir, okay. Jetzt Ignaz Chefs, ja. Kann ich nicht aussprechen, wie auch immer.
Immobilie raced hier mal durch mit dem Schuss, aber kein Problem für Herrn Danovic. Aber gleich wieder der Ballgewinn von Honda. Der mit jetzt mal mit dem Longshot, aber der kommt auch nicht ganz. Der Ball jetzt auf Dumbia. Ei, ei. Schön von Konstant. Schön gemacht. Ne, Vidal war's. Vidal war's. Nicht Konstant. Jetzt Insigne über die linke Seite. Der. Boah! Wie ich da einfach gehalten werde und kein Foul. Auch nicht schlecht. Jetzt Konstant mit gegen Mario Fernandes. Der Linksverteidiger. Oh ne, ich war ein Rechtsverteidiger. Scheiß links, rechts schwäche. Was machen da meine Spieler bitte? Oh, die stören sich selber und der Ball geht schon mit ins Tor aus und Ecke. Die wird ausgeführt von Elm. Elm, der Ball kommt. Ecke nochmal. Der war abgefälscht. Elm nochmal mit der Ecke. Der Ball kommt in die Mitte. Der ist drin. Nein, die Sankt das hält. Und die dritte Ecke in Folge. Oi, oi. Was ist denn da jetzt los? Die werde jetzt höchstwahrscheinlich kurz ausführen, genau. Und noch eine Ecke. Ach komm. Schön langsam wird's langweilig mit Ecken. Und noch eine Ecke. Ach Gott, das ist jetzt die fünfte schon, oder? Ich habe nicht mitgezählt, wie viel sind sie schon. Oh. Oh, was kommt mein Torhüter raus? Jetzt der Konterversuch. Über Immobilie, aber bisschen der Pass auf Immobilie, aber der kommt nicht an. Jetzt der Distanzschuss, aber genau in die Mitte vom Tor und da steht die Sankt ist natürlich das Torwart, wo er auch stehen sollte. Der Pass auf Dumbia, der ist durch. Konstant. Es stellt sich meine zwei Spieler wieder im Weg. Somit die Chance für meinen Gegner, aber der vergibt kläglich. Jetzt Chiellini, den Passversuch auf Immobile, er kommt nicht an, aber jetzt hat Immobile den Ball. Ach, aber wo renne ich denn mit ihm hin? Wo renne ich denn mit ihm hin? Und, ja, den wird die Sanctus haben. Ja, den hat die Sanctus. Mal ein bisschen Zeitspiel. Nee, Spaß. Den Ball hat jetzt Benatia, keine Ahnung. Je nachdem, wie man ausspricht. Immobile. Will sie den Ball holen und es war angeblich ein Foul. Okay. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Und jetzt Honda mit dem Ballgewinn. Honda mit dem Schuss. Und das 2 zu 0, die geile Sau. Okay, sorry. Honda mit dem 2-0 schön Ballgewinn und dann macht mein Gegner den Fehler. Nimmt anstatt seinen Innenverteidiger, der wo schon näher am Gegner war, also an meinem Spieler war, wechselt er auf den Linksverteidiger und somit keine Chance mehr, das Tor zu verteidigen. Und jetzt Immobile gleich wieder mit dem Ballgewinn. Und das war wieder ein Foul. Und Immobile wieder mit Ball. Und nochmal mit dem Ball. Nein, jetzt kommt er nicht mehr hin. Das wäre es gewesen, dreimal Ballgewinn von ihm. Ich würde sagen, es schaut gut aus für den Klassenerhalt. Und ach, das. Da hat mal wieder FIFA meine Taste schwer und was das werden sollte, weiß ich auch nicht. Aber wir haben Abschluss, das freut mich. Schön von Vidal. Ne, Honda war's. Und jetzt Immobile mit dem Ball bis jetzt. Schön vor auf Honda. Ah, der kann sich auch nicht. Fast jetzt der Ball gewinnen, aber schade. Der schwimmt da ein bisschen in der Abwehr, habe ich das Gefühl. Und jetzt er mit dem Angriff. MacReady, der 5-Star-Skiller. Aber das ist auch kein Problem für die Sanctus. Sollte eine Passhereingabe werden, aber die kam nicht an. Jetzt Immobile, aber. Ach, jetzt habe ich einen Spieler gewechselt. Schade. Aber Guarin holt ihn sich wieder. Immobile. Das war für mich eigentlich jetzt ein Foul. Aber es ist eh halt von dem her. Egal, wir führen 2-0 durch. Ein schönes Tor von Insigne in der ersten Minute, wie man es nochmal hier sieht. Keine Chance für Handanovic im Tor. Und das 2-0 durch Honda. Und beide außerhalb vom 16er geschossen. Auch nicht schlecht. Von den Schüssen her eigentlich gleich, aber mehr ein Schuss mehr aufs Tor. Zweikämpfe auch klar besser. Bisschen weniger Ballbesitz, aber das ist bei mir immer so. Also ich habe eigentlich gegen jeden, wo ich spiele, weniger Ballbesitz. Also von dem her, das ist dann nicht entscheidend, finde ich.
Schön von Immobilie jetzt hier. Immobilie geht mal durch. Immobilie mit dem Lupfer. Ah, der kommt aber nicht bei so einem Schuss und es wird zur Ecke geklärt. Die jetzt, warte mal, ich lass mal jetzt mal Insigne schießen. Der macht ein starkes Spiel. Vielleicht jetzt noch mit der Eckenvorlage. Der kommt, nein, der kommt nicht, der kommt nicht, der kommt nicht. Aber Guarin kommt an den Ball. Der hat einen guten Longshot, aber so nicht. Da braucht er ein bisschen mehr Anlauf. Aus dem Stand ist es schon etwas schwerer. Jetzt Guarin. Ah, der. Okay, der Ball war eigentlich aus meiner Sicht ja aus. Okay. Der kommt. Oh, wenn der ankommt, wenn der ankommt. Das sollte eigentlich nur Ball wegschlagen sein. Und der Torhüter kommt raus. Warum kommt mein Torhüter raus? Aber ja, zum Glück gut geklärt und ich krieg Einwurf. Okay. Verstehe ich nicht ganz, aber nehme ich natürlich gerne an. Und Insigne? Ne, Honda was? Ne, Honda kann den Ball nicht erobern und Insigne auch nicht. Aber mein Vidal. Schade. Das wäre es gewesen, wenn ich sage, Vidal nimmt den Ball einfach mal und ja. Aber so ist es nicht. Ach, jetzt habe ich ein Spiel schon gehabt und habe ihn wieder weggewechselt. Schön von Honda hier durchgesetzt. Ach, jetzt renne ich nach oben, wo er gestanden ist. Ich wäre nicht unten durchgerannt. Wenn ich unten gerannt wäre, dann wäre ich durch gewesen. Schade. Aber Guarin mit dem Ballgewinn. Vor auf Immobile. 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 Ciro. Ciro. Nein. Nein. Ecke wieder. Ecke. Würde ich sagen, machen wir wieder mit Insigne, weil er der Rechtsfuß ist, was, glaube ich, in der Position ein bisschen besser ist. Der Ball kommt auf Chiellini. Chiellini. Schade, schade. Der Ball kommt super bei Chiellini ein bisschen zu hoch. Ein bisschen. Schade. Jetzt McGreedy, keine Ahnung, wie man ausspricht. Und jetzt schön der Ball vor auf Dumbia gespielt. Aber mein. Ich gehe da mal hin. Torhüter. Dumbia fällt noch über mein Torhüter drüber. Schön von Honda wieder, der weil heute ein sehr starkes Spiel macht. Bin ich sehr zufrieden mit ihm. Oh, und ein Gegner mit Hacke, das war natürlich jetzt richtig nice gemacht. Und jetzt kommt der Ball. Der kommt. Oh, nicht an. Glück nochmal. Also man muss sagen, er ist jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen stärker geworden. Kann man nicht sagen, aber noch haben wir nicht die großen Probleme, es zu verteidigen. Und jetzt Vidal mit dem Ball links raus auf Insigne. Jetzt leckt es ein bisschen. Und Insigne, ah, holt sich nicht den Ball zurück, schade. Doch, er holt sich zurück, schön gemacht. Insigne, nochmal so ein Longshot. Nee, das wär's gewesen. Jetzt Gonzales. Oh, da habe ich jetzt nicht aufpasst. Da habe ich jetzt echt nicht aufpasst. Ansaldi. Schön raus auf Gonzales, das hat er schön gemacht. Schön gespielt, aber kein Problem. Für mich jetzt gerade noch. Das sollte jetzt nicht in der Kopfball von Immobile. Die Kopfballverlängerung eigentlich fast schon. So. Wieder mal der Ballverlust. Also ich habe jetzt echt zunehmend Probleme mit meinem Gegner. Aber jetzt nochmal schön gespielt ist auf Immobile. Immobile, boah, kann sich nicht durchsetzen, wundert mich. So, Immobile, der Ball, ach Gott, was macht denn mein Spieler da? Der kriegt ihn so ein bisschen in die Hacken gespielt und dann, ach schade. Der Ball auf Benatia. Und der Pass war jetzt eine Mischung zwischen, oh ja, Cuadrado. Ich sage jetzt gerade nichts mehr, also ja, von dem einen Pass sage ich jetzt gerade nichts mehr. Und Ecke. Nein. Cuadrado holt es sich nochmal. Balkon auf Insigne. 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 Schieß. Oh. Der sollte eigentlich aufs lange Eck kommen. Schade. Naja. Kann ja bei unseren lieben Insigne auch nicht alles funktionieren. Nein, ich komme nicht hin. Schade. Wäre natürlich auch noch, wenn das so einen Fehler machen würde, dann wird es schnell mal 3-0 stehen, wenn es gut läuft.
Wie flexig ich in dem Spieler, das ist Wahnsinn. Scudaro. Scudaro setzt durch, schade. So kann man auch mal einen Angriff klären. Ich habe nichts gedrückt, das hat mein Spieler selber gemacht. Oh ja. Yeah. Ich habe gerade riesige Krebseinbrüche. Keine Ahnung, woran das liegt. Hab mich, wenn ich Ball hab, geh mal schon auf Pause. Dass es besser wird. Es wird irgendwie nicht besser. Ich schließe mal kurz mein Internet, weil sonst bricht wieder die, vielleicht noch die Aufnahme ab. Das wäre natürlich auch noch ärgerlich. So. Disconnected. Entschuldigung, ich bin aber schon aus Teamspeak. Fraps braucht zu viel CPU gerade, steht bei mir. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich die Aufnahme abbrechen. Jetzt geht's wieder. Nee, doch nicht. Ich ging mal kurzzeitig. Ja, das ist jetzt aber auch nicht schön, so weiter zu spielen. Ganz ehrlich. Oh Gott, sorry Leute, dass ihr das jetzt so sehen müsst, das ist jetzt nicht meine Absicht. Irgendwas stimmt gerade mit Fraps nicht. Jetzt geht's wieder mal kurz, jetzt wieder nicht. Jetzt geht's wieder, jetzt nicht. Ah, der ist drin jetzt, oder? Nee. Toi, dann, ich mache nochmal eine Pause schnell. Oh Gott. Also wenn jetzt irgendwann mitten in die Aufnahme abbricht, mir tut es leid, ich lade natürlich dann das Video bis zu dem Abbruch auf. Entschuldigung, dann lade ich hoch. Und ja, dann schaue ich, wie ich das mit dem Schluss dann mache. Ob ich dann irgendwie in der Beschreibung irgendwie dazu schreibe, wie es ausgegangen ist oder so. Ja, es tut mir jetzt wirklich leid, das ist jetzt so ähnlich. Scheiße. Kann man doch nicht zeigen, ey, das Video. Ich hoffe jetzt nur schnell, dass es vorbei ist und dann beende ich eh dann schon die Aufnahme, weil so kann es echt nicht gehen, ey. Ja, ich renne es aus, geil. Jetzt hat der, ich hoffe, dass, also ich hoffe jetzt nicht, dass er auch so Druck lädt. Das wäre jetzt mies. Irgendwo bei der Ecke. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir noch zwei Tore fahre. Jetzt geht's wieder einigermaßen, jetzt wieder nicht. Und es ist aus. Oder? Ja. Gut Leute, dann beende ich jetzt mal schnell die Aufnahme. 2-0 gewonnen. Schön, also Klassenhalt haben wir schon mal sicher. Schauen wir mal, ob wir eventuell mit dem Aufstieg auch noch was schaffen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Spiel. Ciao.